Hallo, ich bin da gerade dabei, mir einen neuen Pullover zu stricken aus der Cool Wool von Lana Grossa, einer reinen Merino-Wolle. Ich stricke immer mit zwei Fäden oder mit zwei Farben gleichzeitig, ohne Fadenhalter, die es natürlich auch gibt und auf den Finger kommen, aber bei mir klappt das so besser. Und das will ich euch mal zeigen, weil ich das so richtig cool finde. Die beiden Fäden gehen hier zwischen kleinen Finger und Ringfinger, gehen außen lang. Dann geht der Zeigefinger zwischen den beiden und nimmt den einen Faden so nochmal auf. Und dann sieht man hier, wie schön die Fäden durch die Hand laufen. Also nochmal hier zwischen kleinen Finger und Ringfinger außen lang. Dann geht der Zeigefinger zwischen die beiden Fäden und nimmt den grünen einmal noch so auf. So. Jetzt kann es losgehen. Halt, ich möchte den dunklen grünen lieber hier vorne haben. Also nochmal. Da, da. Jetzt ist der hellgrüne hinten. Und einmal zwischen die beiden Fäden und so. So ist es besser. Ich passe immer auf, dass der Dunkelfaden oben liegt und der hellere Faden unten. Dann ist das einfach mehr Ordnung. Und beim Ribbeln ist es dann nachher auch noch schöner, wenn man mal trennen muss. So. Der Daumen in der linken Hand, der hilft mir immer ein bisschen. Der nimmt den oberen Faden, geht da drunter und führt ihn ein bisschen näher zu einer Masche ran. Ich schiebe die Maschen hier immer schön auseinander und passe auf, dass ich die nicht so in die Hand eng zusammenstricke, weil dann kann es passieren, dass ich hier die Fäden zu dolle anziehe. Aber wenn ich die immer gleich so auseinanderschiebe, kann das eigentlich nicht passieren. Und das Ganze bleibt so schön locker. So, gleich ist die Reihe fertig. Ich muss da gleich nur noch eine Masche abnehmen, weil ich den Pulli ein bisschen taillieren will. So, dazu mache ich betonte Abnahmen. Und auf der Seite muss ich eine abheben, eine stricken und die abgehobene rüberziehen. Irgendwie kommt das.
Moment. Hier habe ich jetzt zwei dunkelgrüne. Und da auch. Okay, dann ist richtig. Dann sind beide Seiten gleich. So, jetzt wollen wir die Randmasche, wie man hier sehen kann, die stricke ich immer mit beiden Fäden, weil manchmal der Grüne hört ja schon da auf, dann würde der da ja schon umkehren. Das gibt hier am Rand immer eine unschöne Masche. So. Und auf der linken Seite halte ich das eigentlich genauso wie eben auch. Erstmal stricke ich hier wieder beide Maschen links, also zu den Randmaschen. Machen wir später mal. So. Jetzt wieder hier durch, da rein und den noch mal so aufnehmen. So. Zurück geht es jetzt bei mir hier, so wie sie erscheinen. Wo dunkel ist, kommt dunkel hin. Das sollen kleine Kästchen werden. Hier kann man auf der linken Seite sogar noch besser die Fadenspannung sehen. Und wieder läuft der dunkelgrüne oben. So sieht man hier auch hier die Ordnung da. Der dunkelgrüne liegt immer über den hellen. So. Wenn ich jetzt die Fadenspannung nochmal neu machen will, lege ich schon immer den Finger dazwischen. So. So. Hier noch durch und dann den dunklen so nochmal nehmen. So, wenn die Reihe fertig ist, dann sind meine Würfel fertig und dann wollen wir mal gucken, wie das Muster weiter wird. Mal sehen. Schön, viel Spaß.